diesem Videoblog ist viel zu viel von Politik die Rede. Die Politik, wie sie uns anherrscht, die Politik, der wir ausgesetzt sind, hat ja keine Spur von Poesie. Nicht, dass Politik so sein müsste, der revolutionäre Schwung der künstlerischen Avantgarde. Den könnte man sich ja auch in der Politik wünschen. Und es gab ja Phasen und Orte in der Geschichte, wo Kunst und Politik sich irgendwie ergänzten, wo es da so filigrane Symbiosen gab. Ob das jetzt immer gleich gut war für die Kunst, für die Politik und für die Leute, das lasse ich hier jetzt mal unberührt. Aber worauf ich hinaus will, dieser mausgraue Praktizismus unserer Politik, der vertreibt natürlich jede Poesie aus dem Leben und jede Ästhetik. Und damit natürlich auch aus meinen Videoblogs. Es ist ein Jammer. Und dabei haben ja schon vor 99 Jahren die russischen Futuristen, also der russische Ableger der Futuristen, proklamiert, es ist Zeit, dass die Kunst ins Leben eindringe. Und deshalb möchte ich Ihnen heute hier zwei poetische Dinge erzählen aus der vergangenen Woche. Am vergangenen Donnerstag, da war ich im Gartenbaukino und da habe ich einen richtigen Weltstar gesehen. Yoko Ono. Ja, die Yoko Ono, die vom John, John and Yoko, Sie wissen schon, diese Fluxus-Künstlerin wurde mit dem Oskar-Kokoschka-Preis ausgezeichnet. Es wurden Reden gehalten. Der Wissenschaftsminister Töchterle hat erklärt, was Yoko Ono mit den alten Griechen gemeinsam hat. Ich habe nicht ganz verstanden, was er gemeint hat, er wahrscheinlich auch nicht. Es ist wahrscheinlich so, dass der Herr Wissenschaftsminister Töchterle halt Altphilologe ist und sich besonders bei den alten Griechen auskennt und deswegen redet er immer über die alten Griechen, egal ob es passt oder nicht. Unter uns gesagt, der war so peinlich und es ist ihm nicht mal aufgefallen, wie deplatziert seine Altphilologie-Vorlesung war. Ich nenne ihn ab jetzt nur mehr Aristoteles Töchterle. Zentralfigur war aber natürlich nicht der Aristoteles Töchterle, sondern die Yoko Ono. Von der wurde etwa ein Film gezeigt, in dem sie eine Kunstaktion macht und da blinkt sie mit so einer Taschenlampe ins Publikum und sagt, I love you. Und einmal blinken ist I und zweimal blinken steht für love und dreimal blinken steht für you. Und das Publikum, das soll zurückblinken und das Publikum soll später daheim aus dem Fenster blinken und von Berggipfeln soll es blinken und ins Universum soll es blinken und I love you sagen und dann wird Friede sein auf Erden und im Universum. Hätten 1940 in Berlin die Intellektuellen nur oft genug I love you gesagt, dann wäre er chancenlos gewesen, der Hitler, hat die Yoko Ono in einem Interview gesagt. Nicht wörtlich, aber fast. Aha. Und dann hat sie ihre Dankesrede gehalten, dass sie sehr froh ist, hier ausgezeichnet zu werden und dass sie einen Text vorbereitet hat. Und der ging in etwa so, heal the world, heal the universe, heal mankind oder so irgendwie. Machen wir alles heil. Heilen wir uns. Und dann hat sie den Text auch noch auf Deutsch vorgelesen. Heil the universe, heil the Welt, heil Österreich, heil Wien. Und da rennt sie bei uns natürlich offene Türen ein. Ich meine, das mit dem Heil, das haben wir quasi erfunden. Aber seither bleibt es uns ein bisschen im Hals stecken, das Wort Heil. Heil. Ich heil mich selber. Und hinterher haben sich die Leute an den Kopf gegriffen und haben sich gefragt und diskutiert, ob die Yoko Ono eigentlich wusste, was sie mit ihrer Heilpoetik da macht, ob sie gewusst hat, welche Konnotation das Wort Heil hier hat oder ob ihr das einfach passiert ist, aber letztendlich spricht vieles dafür, dass sie genau das gewusst hat und gewollt hat und uns gewissermaßen mit ihrer Reformulierung und Umdeutung das Wort Heil wieder zurückgeben wollte. Sie wollte es säubern und uns schenken, wieder uns geben, das Wort Heil, das wunderschöne Wort Heil, das so beschmutzt ist. Ob das jetzt eine intellektuelle und poetische Großtat ist, ja, das weiß ich nicht, aber eins weiß ich, es war ein großer, absurder Spaß. Aber wie gut das tun kann, so ein bisschen eine Poesie des Absurden ins Leben zu bringen, das hat vergangene Woche auch der Wiener Bürgermeister bewiesen und sich als noch größerer Meister gezeigt als die Yoko Ono. Der Bürgermeister Michael Häupl hat nämlich dem grünen Bezirksvorsteher-Stellvertreter des 8. Bezirks, dem Alexander Spritzendorfer, einen Brief zu seinem 49. Geburtstag geschrieben und der geht so. Sehr geehrter Herr Bezirksvorsteherin-Stellvertreter. Also, das ist noch nicht Lyrik, das ist okay, weil der 8., der hatte eine Bezirksvorsteherin und der Spritzendorfer ist ihr Stellvertreter, also ist das schon richtig, wenn man sagt, er ist der Herr
Bezirksvorsteherin, Stellvertreter. Aber dann geht's weiter. Wir sind auf dem richtigen Weg. Wenn wir in Wien die Ereignisse zueinander kommen lassen und es gezielt erwarten können, bis sich die Wiener Trägheit, Skepsis und Nörgelei durchmischen. Im Grenzland der Plausibilität gibt es einen gewachsenen Wert des Glücks, jene Lebensqualität, die manch Wiener Seele relevant entlockt. Ich wünsche Ihnen alles Gute zum diesjährigen Geburtstag, beste Gesundheit und weiterhin viel Gedankenskraft, um phänomenale Ziele auf den Boden zu bringen. Ein schönes Fest wünscht Ihnen Dr. Michael Häupl. Wir sind auf dem richtigen Weg, wenn wir in Wien die Ereignisse zueinander kommen lassen und es gezielt erwarten können, bis sich die Wiener Trägheit, Skepsis und Nörgelei durchmischen. Großartig, da werden die Wiener Trägheit, Skepsis und Nörgelei Charakteristika der Wiener Natur, und zwar Charakteristika, die allgemein ja nicht als so toll angesehen werden. Nörgelei, Skepsis, Trägheit in den Rang großartiger Charaktereigenschaften erhoben. Schaut doch raus, wie schön, wie wunderbar ist diese Stadt und was hat das ermöglicht? Tatendrang vielleicht? Utopischer Optimismus vielleicht? Aber nein, Trägheit hat das geschaffen. Großartig, dass das mal jemand ganz offen sagt. Aber viel schöner ist ja noch, wie der Bürgermeister das sagt. Die raffinierte poetische Konstruktion, die er da wählt. Wir sind auf dem richtigen Weg, wenn wir in Wien die Ereignisse zueinander kommen lassen und gezielt erwarten können. Gezielt erwarten können. Hier wird die Wiener Passivität nicht nur beschrieben, sondern in der Beschreibung, in der Formulierung noch verdoppelt. Hier besteht der Weg, hier macht man sich auf den Weg, indem man etwas erwartet. Man geht voran, man schreitet voran, indem man sich bequem hinsetzt und wartet. Alles, was wir über Raum und Zeit und Bewegung zu wissen glauben, wird hier in Frage gestellt. Man legt Strecken zurück, indem man jede Bewegung unterlässt. Das ist echte Poesie. Und welche Bilder das evoziert. Die des gelassenen Fischers am Ufer des Flusses, der seine Position nicht verändert, sondern den Fluss und die Fische an sich vorbeiziehen lässt und dann im richtigen Augenblick mit nur einer leisen Bewegung der Hand das Netz reinhält und schon hat er ihn gefangen, den Fisch. Dieses stoische Erwarten von Gelegenheiten statt des hektischen Hinterherrennens hinter Gelegenheiten. Entschleunigt euch, ruft uns der Bürgermeister dazu, mit der leisen Kraft der Dichtkunst. Und weiter. Im Grenzland der Plausibilität. Was für eine Formulierung. Wer würde da nicht sofort an Rilke oder Hölderlin denken? Also im Grenzland der Plausibilität gibt es einen gewachsenen Wert des Glücks, jene Lebensqualität, die manch Wiener Seele relevant entlockt. Großartig. Ich verstehe zwar nicht ganz, was er meint, der Bürgermeister, aber es klingt großartig, wie da der Seele Relevanz entlockt wird. Aber doch fällt Ihnen auf, wie uns dieses Wort Relevanz anspringt? Irgendwie passt das da nicht rein. Das steckt da drin in diesem Satz, wie ein Fremdkörper, wie Effizienz, Rationalität, Relevanz in einem poetischen Liebesvers. Das hat dort nichts verloren. Der Seele Relevanz, da wird Seele soziologisiert, ökonomisiert, technisiert oder so. Aber gerade das macht, finde ich, diese bürgermeisterliche Wendung so interessant. Weil es ist dieses Fremdkörperhafte, das den Text verfremdet. Das ist ja so in den Weg gestellt, das stellt sich da in den Weg, dass es uns richtig abwirft aus diesem Text, aus dem Fluss des Lesens. Und solche Irritationen, das sind ja Schulen des Sehens, weil ja vor dem Gewöhnlichen und dem Routinierten stehen wir ja blind. Aber das Ungewohnte, das springt uns in all seiner Grellheit an. Das springt uns im Auge und das steckt dann drin im Auge. Ja, das ist schön. Und glauben Sie nicht, dass ich mich über diesen Brief lustig mache.
Ich bin froh über einen Bürgermeister. Im Gegenteil, ich bin froh über einen Bürgermeister, der solche Geburtstagsbriefe schreibt oder schreiben lässt. Und das sage ich mit tiefem Ernst. Ein Bürgermeister, der sich auch mal eine Gaudi macht. Ich finde, dieser Brief ist eine seiner größten Taten überhaupt. Dieser Brief ist ja auch eine Parodie auf all diese Glückwunsch-, Geburtstags-, was weiß ich was, Briefe, die man als Bürgermeister jeden Tag zu schreiben hat. Und damit ist er in gewisser Weise auch eine Selbstparodie, Selbstparodie des Politikers. Ich würde mir da mehr davon in der Politik wünschen. Stellen Sie sich das vor. Ein Ministerrat, der Fährmann mit der Taschenlampe, sagt, I love you. Und dann sagt der Spindelecker, wir wollen die Dinge zueinander kommen lassen und gezielt erwarten können. Und die Factor sagt, shortly without von delay. Und der Aristoteles Töchterle sagt, das schaut mir nach Katharsis aus. Und der Ostermeier sagt, Katharsis, Aristoteles, Katharsis gibt's nur im Grenzland der Plausibilität. Peace, Leute. I love you. I love you. I love you. I love you.